Der 32. Spieltag in der Oberliga Niederrhein, das vorletzte Heimspiel für den Wuppertaler SV. Es geht heute gegen den TSV Meerbusch und aus WSV-Sicht eine sehr, sehr gute Nachricht aus der Mannschaft. Einer ist nach knapp 60 Tagen wieder zurück. Gaetano Manno, unser Kapitän, heute also erstmals wieder auf der Bank. Außerdem kann Sebastian Wickel wieder spielen nach der Vorsichtsmaßnahme gegen Kalkum. Das sind die Highlights hier bei WSV-TV. Gaetano Manno, der WSV-Kapitän, heute wieder dabei gewesen, zunächst auf der Bank, aber nach knapp 60 Tagen wieder am Start. Es waren genau 59 Tage, haben wir nochmal nachgezählt. Wie war das für dich, dieses Moment wieder zurückzukommen? Ja, ich sag mal, 60 Tage sind sehr, sehr lang und
man sieht dann eben die halbe Stunde, die ich spielen dürfte, wie Spaß Fußball macht. Und ja, ich bin froh, der Mannschaft helfen zu können und hoffe, dass ich nächste Woche Samstag von Anfang an der Mannschaft helfen darf. Wie war das heute vom Spielerischen? War das eine gute Generalprobe für das Pokalfinale? Ja, ich denke mal, es wird ein anderes Spiel. Ich glaube schon, dass wir gezeigt haben, dass wir das Spiel gewinnen wollten. Und ja, wir haben alles gegeben und wir werden nächste Woche noch mehr geben müssen. Und wir müssen dann, wie jetzt zum Schluss, die Nadel stichen, die Bälle in die Tiefe auf Ercan, die müssen wir dann so spielen und also auf unsere Chance warten. Und wenn wir das schaffen, kompakt stehen und diese Bälle spielen auf Ercan, dann glaube ich schon, dass wir eine Chance haben. Du hast jetzt eine halbe Stunde heute gespielt. Was wird jetzt noch konditionell passieren, die nächsten Tage auch mit dir, um dich vorzubereiten auf das Essensspiel? Ich glaube, ich muss nichts mehr tun. Der Wille wird mich tragen nächste Woche. Und wenn 4.000, 5.000 Wuppertaler kommen, wird der Wille schon viel, viel helfen. Und ich glaube, es wird dann sehr kribbeln in der Mannschaft, oder? Ja, ich glaube, ich wäre nicht wiedergekommen jetzt, wenn nicht das Spiel wäre. Und ich glaube, ich werde die Mannschaft oder wir als Mannschaft werden richtig Bock haben auf das Spiel. Und wir werden Gas geben und am Ende soll der Bessere gewinnen. Gaetano Manno, vielen Dank. Ich danke auch. Ciao, ja. Daniel Gataric, der WSV gewinnt 3:1. Wie deutlich war dieser Sieg heute? Ja, ich denke, ersten Halbzeit war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Ich denke, wir sind, glaube ich, von denen in Führung gegangen, sind dann unglücklich durch 11 Meter zum Ausgleich gekommen, haben da ein bisschen nachgelassen zum Ende der ersten Halbzeit und ich glaube, aufgrund der zweiten Halbzeit kann man schon sagen, dass es dann noch schon ein verdienter Sieg war. Kannst du diese Elfmetersituation mal beschreiben? Ich glaube, es war ein offener Ball und Nor war sich seiner Sache, glaube ich, ein bisschen zu sicher. Er hat ein bisschen mehr Zeit gehabt im 16-Meter-Raum und wollte den Ball halt mit dem Fuß wegschlagen. Hätte lieber mit dem Kopf weggehauen, dann wäre es, glaube ich, nicht so passiert. Aber dann trotzdem weiter zurückgekommen, das 3:1 letzten Endes markiert. Wie wichtig war dieser Erfolg heute im Hinblick auf nächsten Samstag? Ganz wichtig. Gerade aufgrund der letzten beiden Meisterschaftsspiele, die wir nicht als Sieger bestreiten konnten, war das heute schon ganz wichtig, um auch Selbstvertrauen fürs Pokalspiel zu sammeln und auch für die Moral, ganz klar, weil wenn du dann ein Gegentor bekommst und dann irgendwann zu 1:1 zur Pause steht, dann nochmal einen Sieg umzumünzen, ist auch schon ganz gut. Okay, jetzt mal ein Blick intern hinter die Kulissen quasi. Wie groß ist jetzt die Vorfreude innerhalb der Mannschaft auf diesen nächsten Samstag, wo natürlich ganz viele tausend Wuppertaler auch mit dabei sein werden? Ich glaube, ganz, ganz groß. Bisher war es noch nicht großes Thema, weil halt wie gesagt die Spiele noch dazwischen standen. Klar, wird hin und wieder mal drüber geredet. Der eine oder andere braucht eine Karte für seine Angehörigen. Aber ich glaube, jetzt die Woche liegt der Fokus ganz auf Essen und aufs Finale. Und das wollen wir natürlich gewinnen. Daniel Gataric, vielen Dank. Gutes Spiel dort von dir und dann bis nächsten Samstag. Ciao, danke.